Derjenige, der was Falsches sagt. Oh shit! Gut, ich habe hier eine freie Kanone, auch nicht schlecht, wenn wir ein Schwert. So. Wo haben die geschossen? Die da von links hinko. Da geht er. Ich habe mal eine generelle Frage zu Adler. Solltet ihr von der Höhe her relativ gut treffen können. Jo. Okay, der stand durch Zufall da rum. ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen weiter nach rechts zielen. Gut machen kriege ich die Baupunkte minus 1, die dafür verwendet wurden, um es aufzubauen. Nice. Ah, yeah! Ben in die Fresse! Soll ich so das Video benennen? Das hätten wir noch angebracht, oder? Das wäre so gut, dann geht dein Channel dann einfach nur so Ben in die Fresse. Sind das Feinde? Ja, wir kämpfen jetzt auch gegen die Blacklock, bringt in der aktuellen Situation nicht mehr. Also die feindliche Artillerie ist ausgelöscht, nur so zur Info. Jetzt ist es mit unserer Art. Ich hab mein Schwertfach abgegeben, jetzt habe ich keine Waffe mehr, irgendjemand noch einen Ersatz. Kaff kommt aber schon. Kaff kommt schon. Zusammen hier nach rechts. Ich kann die Schwert einfach nur. Autsch. Komm, so Kaff kommt. Okay. Gib mir mal einen Spaten. Hattest du nicht eine Muskete? Ja, ich hab leider die Waffe gewechselt, bevor ich gestorben bin. Gut gemacht. Boah, ich brauche irgendeinen, der mal stirbt, bis ich mal keine Waffe bin. Du darfst nicht die Kanone nachladen, während Charge ist verboten. Wir sind doch nicht im Charge. Doch, sind wir. Ja, okay, dann töte ich jetzt. Der schaufelt jetzt ein paar Leute. Da kannst du ein Schwert. Können wir dann aus dem Charge raus, damit ich schießen kann? Ja, geht ja nicht. Wir sind... Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Lucky, da ist ein Schwert. Wo? Oh. Auch keine Waffe. Aus dem Dings raus, aus dem Karree raus hinten, wo da liegt ein Reiter tot. Ja, bitte. Kommt nicht. Oh, da liegt Dyson, weil er gestorben. Und noch ein Flaggenträger angelaufen. In den leben nur noch drei. Darf ich jetzt schießen? Ja, nee. Nein. Doch schießen darfst du im Charge und nachladen nicht, aber dann. Ja, wo ist denn der Flammenträger? Dann Digga ist von uns. Wie ist der gerade hier? Wo ist der letzte? Egal, ist für den ersten Mal gibt noch zwei. Das ist der feindliche Pionier, kommt auf euch zugerannt. Eben, von wo? Von da, wo die feindliche Artillerie war. Da gibt's sich auch noch Mühe für den. Der müsste jetzt gleich über die erste Hügelkuppe kommen. Ich will das Schwert von mir. Da, wo ich hingucke? Zum gucken, wo du bist. Rechts, ein Stück rechts. Geht ab, Lucky. Noch rechts, noch weiter. Ja, der läuft dort. Noch ein Stück. Immer weiter. Rechts. Da, wo der Beak ist. Oh, ich hab kein Tetsche drin. Ja, dann mach ich Tinket. Oh, das war aber knapp an unserem Flaggenträger vorbei. Egal. Egal. Okay, wir gehen. In nächste Runde gehen wir auf den Hügel mit drauf. Sollen wir dann am Spawn schon mal laden, weil wir haben eh eine Sekunde Zeit, bis die ganzen Ochsen hier ihre Formation aufgestellt haben. Das ist halt zackig. Warum chargen wir eigentlich? Warum dann? Wir nicht. Achtung, Artillerie feiert. Oh. Ich bin echt nicht davon überzeugt, dass die Kanonen in der Luft sind, aber du hast doch nicht was getroffen. Ich wollte gerade wieder sagen, das Fahnenkreuz ist da nicht. Vielleicht hast du nur getroffen, weil das Fahnenkreuz nicht da ist. Und der Lola. Okay, die haben auch ihre Erdhügel irgendwie. Die haben zwei Zepper, aber so. Zepper hier links ist kaputt. Was? La Arti Austria es in Poco Mierda, klingt spannend. Mierda weiß ich nicht. Die österreichische Arti macht schlechtes Hühnchen. Was haben die denn gesagt? Nein, die haben gesagt La Arti. Ich sehe auch nicht, wenn ich bin. So ein paar Fenster. Ja, so läuft. Was du uns angeblich nicht kannst. Ich hab gesagt, was ich nicht kann, ist die in so hinschieben mit dem Pferd, ey. Musst du ja nicht machen, kannst du im Zweifel absteigen oder so oder was machen, ne? Irgendwo müssen doch die liegen bleiben. Schön. Nice. Ja, die sind irgendwo rechts. Die sind irgendwo rechts. Wie lauf ich da jetzt nochmal hin und. Also, unsere Option ist im Prinzip, dass wir
eine Kanone nach rechts verlagern, aber... Erstmal dürfen wir das nicht, aber das beschwert erstmal nicht. Sonst lieber beschwert, können wir es trotzdem machen, weil das ist echt im Moment eine gute Position. Gleich so. Idiot war slain bei... Hasibu. Aus 18. hat mir zugejubelt, das ist aber lieb, 18. Ja, der jubelt zurück. Die mögen dich. Hätte er eine Sprengkiste legen müssen direkt. Boah, zwei Runden nicht richtig von Nummer 4 gecharged. Das kann eigentlich gar nicht mehr besser werden. Heute hatte, also ich habe jetzt. Achterkill. Die gehen auseinander. Das ist ja mal eine geile Position. Da war wieder auf die AT. Sehr, sehr knapp hinter der Hügelgruppe. Echt so ein auf viel weniger, aber das war Absicht. Ich dachte mal, von irgendwas. Mir zum Beispiel. Dann siehst du rechts da die Rot-Blau-Röcke? Ja. Ja. Oh. Wow. Das war mal ein... Verdammt, und ich kann den nicht raussteigen vom Feind, weil Feierabendmarke gemacht hat. Das ist nicht mal annähernd so schlimm wie das. Ach, das ist GG. Greift an, Kavallerie, greift an! Ja, und wir sind diese Runde sie verloren nach dem Schuss. Ja. Hauen wir auf die Art hier nicht mehr. Wir sind genau einfach die 10 Mann weniger, die der mit einem Schuss weggeholt hat. Und ich bin auch tot. Bitte den Pömpel. Ist der Pömpel? Nimm den Pömpel auf. Du musst gleich die Kanone alleine bemannen. Ich bin 2 Artiller, das ist noch am Leben. Ja. Doch ganz vernünftig. Das ist halt weg, weil ich die Pömpel in der Hand habe zum Blocken, aber... Also. Danke, liebe Regimenter, die hier waren. Oh, die feiern das erstmal, der Bestline EU. Ich würde mal sagen, gedisst. What the f... Der Witz ist... Oh, warte. Wir haben monatelang das 18. wegen solchen Dingern gedisst, dann ist monatelang nichts passiert, jetzt ist es wieder passiert und jetzt dissen wir sie wieder monatelang, bis es doch nie... Wir haben jetzt gerade so aufgehört, damit die zu dissen. Ein bisschen mit damit. Ob hast du nochmal lieber einen Erdhügel? Ja. Und dann lassen die sich 10-mal den Kill von dir. Und ich. Aber ich sehe ja nicht. Bobposten, schreib mal Enemy Cuff Charging RT. Du zählst aber halt nicht als Arty. Okay. Wäre schon gut, wenn Zephyr die benutzen könnte. Zephyr ist doch nicht so dumm, dass er so ein bisschen so mit so Zeug auskennt, der wird sicher eine Kanone irgendwie abgefeuert kriegen. Asipo, es war eine Ehre, mit dir gekämpft zu haben. Ja. Ach. Ach, Level nachladen, ich kann mich verteidigen noch. Du sagst aber schon. Wissen Sie nicht im Charge? Well, doch, seid ihr nicht im Charge, hat Charge keiner gegen uns. Jetzt seid ihr im Charge. Huzza! Ey, warte, ich verhuzza, das ist ein Horse Guards. Können wir nicht im Palais-Recht aushandeln? Schreib doch mal im Palais in den Chat, dann können wir nicht reagieren. Ich bin kein Offizier. Wir machen keine Gefangenen, denke ich. Hallo Palais, geht's nicht um Gefangenen, geht's um Verhandeln. Ist er weg? Die kommen aber gleich wieder bestimmt. Ja, so, also solange nehme ich noch sich die. Nein, ist das okay. Oh. Feindliche Artillerie lebt noch, wahr? What the? Okay, weißt du. Geh rechts am Rohr vorbei, hättest du auch gehen können. Ja, ich gehe einfach, ich nehme einfach das hier. Ja, die feindliche Artillerie lebt noch sogar mit Garde. Oh Gott. Oh nein, wir werden die einzigen sein, Hasen, wo die noch leben. Mit. Wer ist das da nochmal bei uns? Markus? Markus ist der Trader, der ist ja nicht im Teamspeak. Das ist da direkt alles vor uns, soll ich einfach mal reinballern? Solo! Googeln! Oh, Felser rennt nochmal. Naja, doch nicht. Okay, nochmal. Da hab ich echt nichts getroffen. Eure Freunde kommen! Zahlreich und stark! Ja, dann ja. Okay, dann. Wieder, wie viel sind das?
Ach, wir drei, es sind noch wir drei. Acht oder so. Das Minenfeld fertig. Das ist ja ein Minenfeld, ich glaube. Oh, ist schon die letzte Runde, ja, dann ist die letzte Runde. Und den Selbstzerstörungsknopf, los. Sind die Koordinaten für die Atombombe eingegeben? Abhalten. Kommt her! Verdammt! Er bitte Luft, sie. Unterstütze. Markus, 1 gegen 20. Oh, ja, gut gemacht. Das sind es ist unmöglich, dass du mich getroffen hast. Das sind viele eigentlich Kanten. Ist das Letzte oder was ist drin? Google. Kannst du das mit der rechten Kanone auch damit schießen? Vielleicht. Ja, ja, das ist schwer von hier so. Das so dreh sie einfach los. Mal, weil. Oh, und die Reiter kannst du. Lucky kann noch die Reiter da oben wegschießen. Oh, guck hier daneben. Wenn er nicht im Weg, dann. Weg, der Hasi, wo hat er? Und jetzt. Das war close. War gut. Angst. Ah, da sind ein paar Verbündete, okay. Wo ist der Zaun? Oh, da ist ein Zaun. Wir haben Karé. Ins Karé. Wir gehen noch Probleme. Achtung, wir haben geschafft. Links geht irgendwo in Deckung. Dock mich einfach. Ist nachgeladen? Unser Karé flieht. Geh weg! Kann einer nachladen? Danke. Ja, ich bin dabei. Oh, wir sind Überzahl, das heißt, im Grunde gibt es nicht mehr so viele Truppen. Wahrscheinlich die Leichte, die Reiter und die Karate. Ah, Kavallerie kommt. Was? Und unser Karé ist weg. Ich geh mal zum Karé. Oh, ja. Hier noch ein Problem. Zieht euch zurück. Ich hab's 18. Versteht? Hier, das 18. ist hier. Renn zum 18. Ja. Zwingt einfach die Infanterie euch zu beschützen. Renn zum 18. ins Karé rein. Holy shit, ey. Das ist ein guter Punkt. Aber lieb von denen. Du musst rechts blocken, Teller, nicht links, aber. Weil die meisten so schlagen, dass du, wenn du rechts blocken musst, ja, erstmal gut. Oh, der Offier schießt auch noch einfach mit einem Leuten. Hey, so wenig Reiter wäre doch ein offener Charge viel besser als einfach die Reiten im Kreis und töten immer einen. Hat doch keiner was. Wir müssen jetzt nicht alle einfach auseinander. Die Schießen, die sind vielleicht. Ich wollte auch noch kurz Stitches haben. Tschüss. Der Teamspeak hätte ich sehr gut. Der hat die Teamspeak gekriegt. Der war super. Ist das die letzte Runde? Ja. Ja, jetzt anscheinend schon. Sehr gut. Wenn ich das sage, ist das glaube, aber ich schon. Ist das auf dem Video, wo ich so verfehle? Muss ich sehen. Wenn du noch die Runde weißt. Jetzt die letzte, wenn ja, dann lösche ich. Ich lösche das Video doch nicht, bin ich bis des Wahnsinns. Aber ich glaube, da hat ja kein anderer von uns getroffen, das heißt, das wird sowieso nicht reingenommen. So, jetzt denkt nur noch die Gegner Arti, oder? Wir chargen einfach. Oder wollt ihr mal schießen? Sorry für den KS-Friedheld. Oh. Oh, ich schieße einfach nochmal, scheiße, gehabt, ja, was so gut. Vielleicht later mich ja dafür. Weil ich in die Luft schieße. Ey! Aber ich schieße auch immer in die Luft beim Charge, das sollte euch nicht verboten sein. Munitionsbox. Es müsste noch Rauchmunition geben, die man so Rauchfelder erzeugen könnte für die verbundene Infanterie. Das wäre nur Rauch. Ja, so weißer Rauch. Wenn die Infanterie vorrückt, nein, nur einfach nur aller Rauch. Wenn das du so ein Rauchfeld machst, wo dann die Infanterie vorrücken kann, dann wäre ich voll geil. Oder der wäre wieder richtig taktisch über Krotos Strike. Ja, Smoke mit. Ich flash links. Der Blendgranate auf Kanone wäre dann schon ein bisschen. Rauchgranate ist ja noch annähernd realistisch. Los, Pferdchen zum Angriff. Wir schießen Tränengasgranaten auf die ersten Reiter, wenn sie schaden. Krass. Oh mein Gott. Dann müssen die ganzen Pferde husten und fallen um. Oder, okay. Also ich charge mit dem Pferd hier vor, ja? Ich charge gar nicht, der Edmund kann. Das sieht er doch noch mal. Wir müssen chargen, leider. Edmund kann mich mal. Oh. Echt, Mann? Edmund kann mich mal. Gott. Ja, okay. Hey. Nicht nach links fern! Ich wurde gerade, weil ich in die Luft geschossen habe.